Die Euroforum-Konferenz Die vernetzte Stadt bot den Teilnehmern eine exzellente Möglichkeit, sich über die Veränderungen am Markt auszutauschen. Es ist extrem wichtig, in Zeiten des Umbruches die Marktentwicklung zu verfolgen und auch strategisch fürs eigene Unternehmen die Möglichkeiten zu sehen, die sich bieten durch Entwicklungen im Markt. Dafür bieten die Konferenzen eine ganz hervorragende Austauschplattform. Für eine Energieeffizienzsteigerung in den Städten sind smarte Lösungen in der Gebäudetechnik gefragt. In den Städten heute gibt es mehr als 50% von den Leuten, die in den Städten wohnen. Und es wird in den Städten 75% Energie verbraucht. Und von Treibhausgas 80%. Und es gab verschiedene Studien, die zeigen, dass die Gebäudetechnik kann sehr viel machen, hat sehr viel Potenzial. Wir können mindestens 20 bis 30% Energieeffizienz erreichen mit Gebäudetechnikmaßnahmen. Die Städte und Gemeinden leisten einen ganz wichtigen Beitrag. Viele Städte haben in ihrem Leitbild Klimaschutz. Sie machen Energieberatung und sie sind und sie sollten auch Vorbild sein, zum Beispiel bei der energetischen Sanierung von Gebäuden, beim Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und in Zukunft sicherlich auch schwerpunktmäßig beim Ausbau alternativer Energien. Wir haben schon eine ganze Menge Städte, die sich zu 100% selbst aus alternativen Energien versorgen. Das ist aus meiner Sicht das Zukunftsmodell. Es stellt sich aber immer wieder die Problematik der Finanzierung, um den Energiewandel durchführen zu können. Ich glaube, der städtischen Energieversorgung kommt ganz deutlich eine zunehmende Rolle zu in der Zukunft. Das liegt an der Nähe zum Kunden. Und die Energieversorger haben die Möglichkeit, die Energieeffizienz bei ihren Kunden zu erhöhen, durch Beratung zum Beispiel und durch entsprechende Produktangebote. Wir machen das bei Enercity seit einigen Jahren. Wir haben einen Pro-Klima-Fonds, in dem wir Energieeffizienz bei unseren Kunden fördern, in dem wir auch finanzielle Mittel dafür bereitstellen. Und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht damit, um den Energieverbrauch zu senken und auch die Integration von erneuerbaren Energien zu stärken. Also die Städte und Gemeinden können das nicht alleine schaffen. Wir werden die Energiewende nur bewältigen, wenn Städte, Gemeinden, Bürger, Stadtwerke, aber auch die großen Energieversorger zusammenarbeiten. Die Aufgabe ist einfach zu gigantisch. Wenn Sie an den Netzausbau denken, wir diskutieren ja immer nur über große Trassen, aber wir brauchen natürlich auch ganz andere Verteilernetze. Nach meiner Schätzung allein da 196.000 Kilometer. Das schafft eine Stadt nicht alleine. Das schaffen wir entweder alle gemeinsam oder gar nicht. Damit machte die Konferenz deutlich, dass nur durch die Kommunikation der verschiedenen Branchenteilnehmer gemeinsam Lösungen gefunden werden können.